Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Volkmann und Frank Buschmann. Die Atmosphäre im Stadion ist klasse. Spannung ist riesig. Das Spiel, es kann beginnen. Er grätscht hinein. Freistoß. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Und der kommt genau an. Ja, da kommt was auf uns zu. Holtby. Und der ist drin. Kalt, genau unten das Eck getroffen. Keine Chance für den Torwart. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlätzt. Der FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn, liegt jetzt in Führung. Und nun Jefferson Fafa. Es muss Einwurf geben. Und nun Jefferson Fafa. Seine... Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Für dieses Foul zieht er gelb. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Jawohl, da hat er klären können. Und die Schalker holen sich den Ball. Klare Sache, Einwurf.
Gib Einwurf. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Mein lieber Mann, er trifft den Pfosten, aber Achtung! Nando Raphael. Chance zum Konter, was machen Sie draus? Und schon wieder eine Grätsche. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Kann er sich den Ball holen? Levels. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ja, tolle Chance. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung, gelb. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Alte Frage, was sagt die Ballbesitzstatistik aus? Hier ist sie. Peter attackiert. Gibt Einwurf. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Ball im Aus, gibt Einwurf. Luis Holtby. Jones. Ein sehr schöner Pass. Und Achtung, genau hingeschaut. Angriff auf den Gegner. 1:0 zur Pause, knappe Führung, alles noch sehr, sehr wackelig. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Aggressives Tackling. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Ball im Seitenaus, Einwurf. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Und der Angriff wurde gestoppt. Gute Ballannahme. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das muss es sein! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Schöner Pass. Und der Angriff abgefangen. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Und die Schalker holen sich den Ball.
entwickelt sich möglicherweise was. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Er bleibt im Ballbesitz. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Jetzt sieht er ab. Und Eckball gibt's. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Das gibt jetzt Theater mit dem Trainer. Riesige Ausgleichschance vermasselt. Mein lieber Herr Gesangsverein, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und da grätscht der Gegner hinein. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Blitzschneller Freistoß. Abseitsentscheidung korrekt. Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Attacke mit Grätsche. Vorsicht. Spielt sich herrlich bei. Sie versuchen zu stören. Wer gewinnt jetzt das Duell? Ein wunderschönes Zuspiel. So, jetzt ist die Abwehr zur... Macht er ihn rein! Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Guter Schiedsrichter, Vorteil für Schalke. Stark gemacht. Jetzt sind die Schalker dran. Große Chance. Der Schiedsrichter hat die Begegnung abgepfiffen. Es war knapp. Das Endresultat 1:0. Das nennt man wohl Effizienz. Sie stehen da hinten rum und vorne hilft der liebe Gott und er hat geholfen. Ja, und das ist typisch für ihre Spielweise, wirklich hinten Beton anrühren. Du hast es angesprochen, Manni, vorne irgendwie einen machen, dann passt. So, das dritte Spiel in Folge zu null. Das freut uns doch, ne? Der Metzelder bekommt nicht so viel Spielzeit. Ja, ist egal. Wie ihr vielleicht hört, bin ich ein wenig erkältet. Wie das kommt, dass ich im letzten Video nicht erkältet bin, jetzt aber,
Das liegt daran, weil ich mehrere Nachrichten bekommen habe, dass meine Videos eine sehr schlechte Tonqualität haben und deshalb vertone ich sie nachträglich. Ja, und das mache ich jetzt halt und ich bin ein wenig erkältet. Ja, aber was sein muss, muss sein, ne? Das dritte Spiel in Folge zu null. Das freut uns. Oder der zweite Sieg in der Liga hintereinander. Das Spiel vorher war ja Champions League. Und als nächstes gegen Mainz. Mainz ist in der Tabelle auf Platz. Habe ich jetzt nicht sehen können. Hövedes, Huntelaar, Affelay, Papadopoulos und so weiter, alle für die Nationalmannschaft zurückgestellt. So, da, Mainz. Platz 14. Ich bin auf Platz 7. Ja, 4 Punkte Unterschied. Ist jetzt nicht so die Welt, aber immerhin. Platz, noch 4 Punkte bis zum ersten. Oh, Freiburg ist erster. Uiuiui. Oben ist alles ziemlich knapp. Hoffenheim hat sich oben verwirrt. Augsburg auch. Verfahren soll frustriert sein. FC Schalke 04 Insider sollen berichtet haben, dass Jefferson Verfahren über seine derzeitige Situation auch nicht deprimiert ist und der Flügelmittelfeldspieler mit dem Gedanken spielt, freigewählten hat, scheint er bereits seine zukünftigen Optionen auszuloten. Naja, bis zur Wintertransferperiode ist ja noch ein wenig Zeit, um ihn vielleicht doch noch zu überreden, da zu bleiben. Schalke 04 Mainz. Schalke motivieren, loben, loben. Okay. Dann ist es bald soweit. Ja, genau. Sonntags Ligas, dienstags direkt Champions League gegen Arsenal, ne? Ist klar. Ist ein kleiner Fehler, würde ich sagen, weil sowas kommt in echt nie zustande. Dann würden die Spiele freitags oder samstags sein. Aber naja. Wollen wir uns nicht von beirren lassen. Oh, ein Scouting-Update ist reingekommen. Miguel Cerezo, Nicolas Ayala, Pedro Ramirez und Victor Valesquez. Direkt abgelehnt, es war zu schlecht, zu wenig Potenzial. Und der Ramirez, der war gut. Der ist gut. So. Dragan Geronimo Barreto. Ey, was ein geiler Name. Ja. Lassen wir erstmal weiter scouten. So, noch 2 Tage bis zum Mainz-Spiel. Mal schauen, ob ich meine Serie halten kann. Vielleicht ist es ja das 4. zu 0-Spiel hintereinander. Mal sehen. Erstmal im Teammanagement gucken. Alle fit, sauber, Länderspielpause, alle fit geworden, Partie spielen und so, gut, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß damit, drückt mir die Daumen, dass die Serie bleibt.